Der Bitcoin-Preis hat ein neues Allzeithoch erreicht. Was können wir jetzt erwarten? Wir stehen bei den Altcoins gerade erst am Anfang. Deshalb besprechen wir heute, welche Altcoins man unbedingt akkumulieren muss. Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Natalie. Ich bringe euch jeden Tag den neuesten Krypto-Content. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und lasst auch gerne ein Like da. Leute, wir haben es getan. Wir haben Geschichte geschrieben. Wir haben noch vor dem Halbweg ein neues All-Time-High erreicht. Dieses Jahr, das wird so viele Leben verändern. Wir werden es alle richtig reißen. Deshalb lasst uns anstoßen und dann auch direkt starten. Wenn wir dann auch direkt mal auf die Bitcoin-Chart springen, dann sehen wir, dass das Bitcoin tatsächlich geschafft hat, über die 69.000 Dollar zu gehen. Jedoch dann auch direkt rejected wurde und mittlerweile auf 64.950 Dollar knapp ist. Man darf bei diesem ganzen Hype natürlich nicht vergessen, dass in dem Bereich richtig viele Verkaufsaufträge waren. Die Market Maker lassen sich natürlich nicht nehmen, die ganzen überhebelten und vor allem spät eingegangenen Longs zu liquidieren. Wir sind auf jeden Fall von 69.000 auf knapp 65.000 Dollar direkt gefallen. Und jetzt müssen wir einfach mal abwarten, ob wir es schaffen, nachhaltig über das Allzeithoch zu brechen oder ob wir hier vielleicht einen Doppeltop bilden. Das wäre natürlich für alle wünschenswert, die gierig auf eine Korrektur gewartet haben und schöne Einstiege haben möchten. Manchmal muss man sich allerdings darüber im Klaren sein, dass der Max Pain Point auch noch oben sein kann. Vor allem, weil einfach so viele Leute auf diese Korrektur warten. Schreibt mir gerne mal unten in die Videobeschreibung, was ihr denn denkt. Meint ihr, wir gehen jetzt auf Price Discovery oder bilden wir jetzt einen Doppeltop und gehen erstmal nach unten? Wo wir jetzt auch schon mal über ein neues Allzeithoch sprechen, fand ich diesen Funfact ganz interessant. Denn das letzte Mal, als Bitcoin in den letzten Zyklen ein Allzeithoch gemacht hat, hatten wir den Preis innerhalb von 103 Tagen verdreifacht. Das würde uns einen Bitcoin-Preis von 145.000 Dollar bringen. Ob es sich nun realistisch anhört oder nicht, so ist die Statistik. Und ich muss sagen, der Markt hat uns ja jetzt schon des Öfteren überrascht. Auf jeden Fall sind das richtig nice Aussichten. Es könnte jedoch auch durchaus sein, dass wenn wir es nicht schaffen sollten, hier rüber zu brechen, dass wir dann ein Cup-and-Handle-Pattern bilden, was ein bullisches Continuation-Pattern wäre. Das wäre dann unser Cup, was wir ja schon gebildet haben, und das wäre unser Henkel, den wir dann bilden würden. Das solltet ihr auf jeden Fall bitte im Hinterkopf behalten, falls ihr traden möchtet oder einfach einen Einstieg sucht. Falls ihr noch eine Börse sucht, wo ihr ein paar Altcoins kaufen könnt, dann habe ich unten in der Videobeschreibung ein paar verlinkt. Tatsächlich benutze ich im Moment am meisten Maxi, da Maxi die meisten Altcoins hat, die noch keine andere Börse hat. Denn wenn Projekte auf T1-Exchanges gelistet werden, dann haben sie meistens schon eine höhere Market Cap und dementsprechend auch weniger Upside. Wenn wir uns dann jetzt auch nochmal den Fear and Greed Index anschauen, dann sehen wir, dass dieser sogar 90 erreicht hat, nachdem wir ja gestern auf 82 waren. Wenn wir uns dann jetzt auch mal diesen Chart hier anschauen, dann sehen wir, was die letzten Male passiert ist, als Bitcoin die 90 erreicht hat. Einmal war das hier im Juli 2019 und danach ist Bitcoin gedumpt. Jedoch war das der Corona-Crash und somit ein Black Swan-Event. Ein anderes Mal, wo das passiert ist, war hier im Januar 2021. Und wie wir sehen können, hat sich Bitcoin eine ganze Weile im gierigen Bereich aufgehalten. Das nächste Mal, als wir in das Territorium gekommen sind, war im Januar 2021. Und wie wir sehen können, sind wir danach parabol gegangen. Somit kann man also durchaus sehen, dass Bitcoin sich mehrere Wochen in dem extrem gierigen Bereich aufhalten kann. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie es denn dieses Mal laufen wird. Brechen wir nach oben durch und gehen parabol oder bilden wir doch das Cup and Handle? Außerdem habe ich noch eine weitere Sache, die ich euch unbedingt zeigen wollte, und zwar die MVRV-Ratio. Ein Online-Indikator, der uns immer wieder ziemlich gute Hinweise über die Marktdynamik und das Anlegerverhalten gegeben hat. Falls ihr diesen Indikator noch nie gesehen haben solltet, im Großen und Ganzen vergleicht die MVRV-Ratio den aktuellen Marktpreis eines Assets, in diesem Fall Bitcoin, mit dem durchschnittlichen Einstiegspreis aller Anleger. Je höher die MVRV-Ratio ist, desto eher ist der Markt überwertet und andersrum. Auf jeden Fall kann man jetzt sehen, dass wir seit Februar 2021 immer wenn die MVRV-Ratio über die 18 gegangen ist, haben wir jedes Mal danach eine ziemlich signifikante Korrektur gesehen. Hier an dieser Stelle im Februar sind wir darüber gegangen und hatten danach eine Korrektur von 55%. Dann hier an dieser Stelle waren es 25%, hier wieder 52% und hier an dieser Stelle waren es immerhin noch 23%. Auch jetzt kann man wieder sehen, dass wir bei der Ratio über den 18, also bei 19,97 sind. Wenn wir also nach diesem Indikator gehen, dann sollten wir demnächst eine Korrektur für Bitcoin erwarten können. Aber, jetzt kommt das große Aber. Schaut euch mal an, wann in der Vergangenheit wir über die 18 gegangen sind. Und jetzt schaut euch mal an, wann wir die Korrektur gesehen haben. Hier sind wir über die 18 gegangen. Der Bitcoin-Preis hat allerdings dann erstmal noch ein Hoch gemacht. Auch hier an dieser Stelle ist der Bitcoin-Preis erstmal weiter nach oben gegangen. Hier auch und auch an dieser Stelle. Das bedeutet, obwohl uns die MVRV-Ratio durchaus einen Hinweis auf einen überhitzten Markt geben kann, heißt es nicht automatisch, dass wir sofort korrigieren werden. Tatsächlich ist es ja eher so gewesen, dass wir danach noch einmal nach oben gegangen sind und dann korrigiert sind. Was ja dann jetzt eher ein Hinweis darauf sein könnte, dass wir noch einmal nach oben pushen, bevor wir dann die lang ersehnte Korrektur bekommen würden.
So viel dann auf jeden Fall schon mal zu Bitcoin. Lass uns dann jetzt auch mal zu dem interessanteren Teil, und zwar den Altcoins, kommen. Wenn wir uns dazu mal die Bitcoin-Dominanz anschauen, dann sehen wir hier, dass wir ein Rising Wedge geformt haben, was ja an für sich schon ein bärisches Pattern ist. Wenn wir hier nach unten hindurchbrechen sollten, dann würden die Altcoins richtig schön an Fahrt aufnehmen. Für alle, die neu sind und nicht wissen, was die Bitcoin-Dominanz ist, das ist einfach Bitcoin gegen die Altcoins gemessen. Wenn Bitcoin die Altcoins ausperformt, dann geht die Dominanz nach oben. Und wenn die Altcoins anfangen, Bitcoin auszuperformen, dann geht diese nach unten. Da wir daran interessiert sind, so viele Gewinne wie möglich zu machen, wollen wir natürlich, dass die Altcoins Bitcoin ausperformen. Das wäre auf jeden Fall der Fall, wenn wir erstens nach unten hindurchbrechen, zweitens auch drunter bleiben und drittens diesen wichtigen Widerstand rausnehmen. Wenn wir uns dann jetzt auch noch die Ethereum zu Bitcoin-Chart anschauen, dann sehen wir, dass wir unser drittes Higher Low gebildet haben, was natürlich auch ein Anzeichen dafür sein könnte, dass die Bitcoin-Dominanz bald nach unten hindurchbrechen könnte und die Altcoins richtig anfangen zu pumpen. Dann hatten wir ja schon des Öfteren diese Total-2-Chart auch besprochen und auch das Wick-of-Accumulation-Pattern besprochen. Tatsächlich hatten wir das auch schon besprochen, bevor wir überhaupt nach oben hindurchgebrochen sind. Auf jeden Fall sieht das alles richtig gut für die Altcoins aus. Wir sind nach oben hin ausgebrochen und seitdem stetig nach oben gestiegen. Genau deshalb ist es so wichtig, sich jetzt bei den Altcoins richtig zu positionieren, um richtig schöne Gewinne am Ende zu machen. Außerdem habe ich noch diesen Ethereum-Chart für euch mitgebracht, denn nicht nur Bitcoin ist dabei, sein Allzeithoch zu brechen, sondern auch Ethereum. Zwar nicht beim Preis, aber dafür immerhin bei der Staking-Rate, denn tatsächlich sind in diesem Moment 26,32% aller Ethereum gestaked. Das ist mehr als ein Viertel des gesamten Angebots. Und dazu kommt ja auch noch, dass Ethereum deflationär ist. Das bedeutet nicht nur, dass immer mehr vom Angebot für Staking weggesperrt werden, sondern es werden auch täglich mehr Ethereum verbrannt, als neue auf den Markt kommen. In diesem Moment kann man nämlich hier auf Ultrasound Money sehen, dass täglich rund 6.500 bis 7.000 Ethereum verbrannt werden. Vor allem muss man sich auch mal vor Augen halten, dass früher, als Ethereum noch auf Proof of Stake gelaufen ist, statt minus 7.000 täglich plus 4.500 Ethereum gewesen wären, die dem Angebot hinzugefügt wären. Und trotz der damaligen Inflation hat es Ethereum auf über 4.500 Dollar geschafft. Jetzt werden immer mehr Token gestaked, es werden immer mehr verbrannt, wir bekommen möglicherweise im Mai ein Ethereum ETF und wir haben das den Kuhn Upgrade. Deshalb sage ich euch ja schon seit Monaten, auch schon als Ethereum für tot erklärt wurde, dass Ethereum einen richtig schönen Lauf vor sich hat. Und tatsächlich haben wir seitdem über 100% gemacht. Aufgrund der ganzen Sachen, die ich euch vorhin aufgezählt habe, denke ich allerdings, dass da noch viel mehr Luft nach oben ist. Und dass man vor allem auch einen Blick auf das Ethereum-Ökosystem werfen sollte. Vor allem Polygon ist meiner Meinung nach richtig unterbewertet im Vergleich zu den ganzen anderen Layer 2s. Außerdem hatte ich euch ja noch ein paar Altcoins versprochen. Und zur völligen Transparenz, ich halte alle Coins selbst. Jedoch ist wie immer nichts hiervon eine finanzielle Beratung. Ich teile lediglich meine persönliche Meinung mit euch. Auf jeden Fall ist der erste Coin, den ich für euch habe, ein Gaming-Coin, und zwar Playable Games. Es ist ein sehr vielversprechendes Projekt und ich persönlich sehe da sehr viel Upside. Besonders, weil es sich nicht um ein einzelnes Spiel handelt, sondern um ein ganzes Gaming-Studio. Charttechnisch sind wir auf jeden Fall hier auf dem 0618er FIP gebounced und auch der Chart Prime Oscillator tickt nach oben. Es könnte also jetzt ein ganz guter Zeitpunkt sein, um die CA rein zu betreiben. Besonders wenn die Bitcoin-Dominanz nach unten brechen sollte und die Altcoins sich richtig in Bewegung setzen sollten. Denn obwohl wir in letzter Zeit wieder richtig krasse Gewinne in vielen Altcoin-Sektoren gesehen haben, hat sich der ganze Hype noch nicht auf den Gaming-Sektor ausgespielt. Generell im ganzen Gaming- und auch Gamble-Fall-Sektor, finde ich, gibt es immer noch ein paar richtig gute Projekte, die meiner Meinung nach im Bullmarkt noch richtig gut laufen werden. Und eins der Projekte davon ist Robit, quasi der Blue-Chip unter den Gamble-Fall-Projekten. Nachdem wir im November ein Allzeithoch von 25 Cent gehabt haben, haben wir eine relativ starke Korrektur gesehen und konsolidieren momentan im 14 Cent Bereich. Meiner Meinung nach auf jeden Fall ein richtig guter Zeitpunkt, um DCA zu betreiben, da es sich um ein grundsolides Projekt handelt. Jetzt muss man allerdings auch dazu sagen, dass die Market Cap mit fast 500 Millionen nicht wirklich ganz klein ist. Falls ihr jedoch gerne ein paar andere Coins sehen möchtet, die ich auf meiner Watchlist habe, dann schaut euch gerne den ersten Teil meines ultimativen Gaming-Portfolios für das Jahr 2024 an. Und damit sind wir dann schon am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.